Ja, ich bin oder ich werde 42 Jahre alt. Ich bin Jens, Spitzname Samson. Geboren bin ich in Schwedt an der Oder und wohnhaft derzeit in Zeven und da bleibe ich auch. Das in der Nähe von meinem Dienstort, Alt von Seedorf und passt das, genau. Ich habe eine Frau, zwei wundervolle Kinder. Ja, die größten Eckpfeiler. Ja, da muss ich ein klein bisschen ausholen. Also gelernt habe ich den Fliesenplatten- und Mosaikleger. Ich habe auch nur die Ehrenrunde halt gedreht, weil der Bund etwas gebraucht hatte, bis er mich entdeckt hat. Ich war schon frühzeitig dort, das hat sich dann um ein Jahr halt verschoben. Also habe ich die Ausbildung vorneweg erst gemacht. Dann wollte ich eigentlich Personenschützer werden. Das war so in meinen Elterns Augen nicht so absolut der Hit. Also bin ich zum Bund. Ja. Und habe dort dann versucht, meinen Werdegang halt zu machen. Bin erst zu den Grenadieren gegangen, in Bad Segeberg. Das kennt vielleicht der eine oder andere von den Filmfestspielen dort. Mit denen war ich zweimal im Einsatz. Und dann bin ich 2008 nach Seedorf gewechselt zu den Falsche Megern. Aber auch nur, weil ich eigentlich die Idee hatte, maritim zu werden, also zu den Schwimmern zu wechseln nach den Grenadieren. Die Tests waren auch alle gut. Aber die über 260 Übungstage haben mich dann abgeschreckt. Aber wenn ich jetzt so unterm Strich zurückdenke, war ich mit den Falschen Mühlen auch nicht weniger unterwegs. Also von daher hält sich das eigentlich absolut die Waage. Genau. Wenn ich jetzt mal die letzten Jahre zurückgucke, relativ viel Freizeit aus Sicht anderer aufgrund einer Schädigung. Und für mich entdeckt habe ich wieder das Bogenschießen. Das habe ich früher mal als Teenager gemacht. Mehr oder minder erfolgreich. Auf jeden Fall im Rahmen der Therapie habe ich das wieder angefangen und das erdet und mich. Und ansonsten haben wir Haus und Hof, der Garten, da ist immer was zu tun. Im Haus gibt es auch immer was zu tun. Und ansonsten sorgen die Kinder und die Frau schon dafür, dass mir nicht langweilig wird. Ja. Oh ja, Musik ist, ich glaube, die beste Medizin, die es eigentlich gibt. Und auch eine Medizin, die nicht schädlich sein kann. Also bis zu einem gewissen Grad, außer halt für die Ohren vielleicht. Ansonsten kann man mit der Bandbreite eigentlich relativ viel ausdrücken und bei mir geht es von Mozart bis Schranz, ist alles dabei, je nachdem, wie es mir gerade so geht. Also richtig festlegen müsste ich mich nicht, oder möchte ich mich nicht. Und wenn, dann ist es, glaube ich, aufgrund meines Alters einfach so die 90er und 2000er, die mich geprägt haben, glaube ich, ja. Ja, ich bin mit einer posttraumatischen Störung halt zur Gruppe Sporttherapie halt gekommen. Da zählen noch ein paar Nebenkriegsschauplätze halt mit dazu, die durch die PTBS mit einhergegangen sind. Und unterm Strich muss ich sagen, ist das Beste, was ich hier hätte machen können, therapeutisch. Also ich hätte schon viel, viel früher machen sollen und nicht so lange warten sollen, ja. Also mein letzter Einsatz war 2010 und kurz danach ist es schon dem einen oder anderen Kameraden aufgefallen, dass ich mich halt im Mindsetting auch ein Stück weit halt verändert habe. Mir selber ist das nicht aufgefallen oder vielleicht trifft es eher, wenn ich sage, ich habe bei anderen größere Schwierigkeiten oder auch Verletzungen halt gesehen oder auch manche, die leider gar nicht wiedergekommen sind. Und da fand ich das für mich oder mich im Verhältnis eigentlich relativ klein und nicht wichtig, dass man das in irgendeiner Form anspricht. 10 Jahre später habe ich da eine andere Denkweise drüber, weil die hat es auch gedauert, bis das dann so richtig durchgebrochen ist. Ich hatte zwischendurch schon ein, zwei Eckmomente, wo ich sagen hätte können, vielleicht ergibt es Sinn, sich mal irgendwo hinzubegeben oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber die Kameraden, die ich um mich hatte und immer noch habe, das war eigentlich Eckpfeiler halt genug und die Familie vor allem auch, also vor allem meine Frau, also Hut ab. Ich weiß nicht, ob ich das selber hätte so leisten können, das, was sie alles geleistet hat und auch immer noch leistet. Und 10 Jahre später nach dem Einsatz ist das dann einfach halt zusammengebrochen alles. Ja, dann ging von heute auf morgen nichts mehr und da muss man gucken, wie es halt weitergeht. Ich habe das erst draußen versucht. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Erzieher, das Psychologiestudium angefangen mit der Idee, vielleicht könnte man sich selber heilen. Aber das ist wie mit dem Kneipier, das geht nach hinten los. Ja, das funktioniert nicht. Und heute kann ich sagen, dass ich froh bin, dass es diese Hilfe gibt, dass es die Option beim Bund überhaupt gibt. Und das, was der Bund dir als Werkzeuge an die Hand geben kann, das ist echt, echt viel. Du brauchst nur jemanden, der auch um diese Werkzeuge weiß. Ja, und da ist für mich im Schwerpunkt absolut, absolut die Lotsentätigkeit absolut im Vordergrund. Und ich finde es teilweise auch eine Farce vom Bund, das als Nebenbaustelle zu nehmen oder als Nebenjob. Also die Masse der Lotsen sind ja ehrenamtlich oder nebenamtlich. Die haben
eine Hauptfunktion als Zugführer oder Gruppenführer oder was auch immer und machen im Nebenamt halt noch den Lotsen. Aber das ist so eine wichtige Aufgabe und so ein großer Leitfaden für denjenigen, der halt geschädigt ist, dass es eigentlich nur im Hauptamt geht. Und ich hatte Glück, ich habe so einen Lotsen, der das nicht nur liebt, sondern auch lebt. Und durch den bin ich dann wieder aufgenommen worden, halt beim Bund in die Schutzzeit. Und ja, bin dann letztendlich der Gruppe Sporttherapie über eine Untersuchung dort im Sportmedizentrum zugeführt worden. Und das war das 9+Ultra, absolut. Einer ist auf jeden Fall die Kamera als solches. Das ist ein Riesentrigger, Menschenansammlung, unbekannte Räume, unbekannte Orte. Was auch sehr, sehr schwierig ist, wenn ich Absprachen habe, die sich dann spontan ändern. Ich versuche das zwar so mit meiner Hülle wegzumachen in Form von irgendwelcher Leichtigkeit, aber das trifft mich viel und ich habe da auch viel mit zu tun, aber dafür gibt es in der Therapie Gott sei Dank gute Werkzeuge, die man dir beibringen kann, womit du damit umgehen kannst. Es ist, wenn Leute viel gestikulieren und das auch schnell, auch mit ihren Händen und so weiter, oder auch die Sprachmelodie manchmal anheben, Knallgeräusche, Bremsgeräusche. Es reicht manchmal schon, an gewissen Stellen berührt zu werden. Das hat man ja manchmal im Alltag, wenn man irgendwo einkaufen geht. Auch das ist eine Riesenhürde. Also es gibt Tage, da versuche ich das freudestrahlend eben halt zu tun. Und nach dem Einkauf ist der Tag dann für mich auch dann halt gelaufen. Tja, das ist eine richtig gute Frage, was das mit mir macht. Teilweise versteht man sich selbst nicht, was es eben macht. Ich merke zum Beispiel, dass mein Körper komplett wie ein Riesenmuskelkater sich anfühlt, ich mich zurückziehe, ich eigentlich gar keine Lust habe, Konversation zu führen. Manchmal ist es dann auch einfach auch schon zu viel, wenn halt die Kinder nach Hause kommen und mich fragen, wie mein Tag war. Weil wenn du eine gewisse Zeit lang eben zu Hause bist und krankgeschrieben bist, wie soll der Tag gewesen sein, außer eben das, was halt zu Hause war. Weil da können die Beine ja überhaupt nichts für und das ist auch gut so. Was noch ein Riesenproblem bei mir ist oder halt geworden ist, ist einfach die Sprache. Also man verlernt nicht nur das Sprechen, sondern auch das Schreiben tatsächlich, also wenn man sich wenig damit auseinandersetzt. Also ich bin nicht mehr so kommunikativ wie früher. Es ist deutlich, deutlich weniger geworden. Momentan geht's wieder aufgrund der Therapie, also es fängt wieder ganz gut an. Ja, was gibt's noch? Du ziehst dich einfach zurück, also du gehst in dein Schneckenhaus, du willst auch niemandem halt zur Last fallen. Also das war immer so meine Denke. Ich habe auch versucht, viel zu überspielen, aber ja, wenn ich an meine Frau denke, die hat das Fingerspitzengefühl, eben genau das rauszufiltern, und ich glaube, deswegen ist sie auch meine Frau. Die kriegt das mit und die Kinder mittlerweile auch und das funktioniert super. Also ohne die drei würden wir heute hier nicht sitzen. Definitiv nicht. Tja, die Reaktion auf das, was mich umgibt, das reicht von, das ist ja cool, dann hast du jetzt viel, viel Zeit, eben für dich selber, kannst unwahrscheinlich viel halt schaffen, bis hin zu, ich hab's dir gesagt, dass das kommen könnte, und scheiße, dass es dir so geht. So, also das ist alles dabei. Und zum engeren Familienkreis, also ist jetzt für mich in der Form nur meine Frau und halt die Kinder. Ich glaube, was Sozialeres gibt es nicht. Die haben das so genommen, so wie es ist. Die haben mich auch in der ganzen Zeit vorher eben auch halt erlebt, wo ich sehr, sehr anstrengend war und vielleicht auch sehr, sehr forschend in vielen Sachen, damit man nicht so dicht an dich halt rankommt. Freunde, da zeigt sich tatsächlich, was das Wort Freund meint. Das ist recht dünn geworden, sehr dünn. Also ein Stück weit kam vielleicht noch als Ausrede das große C halt hinzu für einige. Die haben das damit dann halt weggemacht. Also halt Corona. Ja. Aber so unterm Strich kann ich sagen, das, was heute noch da ist als Freund, ich benutze auch extra die Einzahl, das ist auch Freund. Genau. Ja, erstmal galt es zu verstehen, dass das nichts Schlimmes ist. Also, dass du nicht als weicher giltst und deswegen jetzt nicht minder wert bist als irgendjemand anders. Das war für mich eine der größten Hürden, zu akzeptieren, dass ich Hilfe brauche, weil eigentlich bin ich jemand, der gerne Hilfe gibt und nicht nimmt. Ich frage da auch nicht nach. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich in der Therapie
gut am Lernen bin. Es gibt Sachen, die mir an die Hand gegeben worden sind, damit ich mit meinen Flashbacks umgehen kann. Oder wenn ich unruhig werde, halt in gewissen Situationen. Es gibt so den Safe-Ort quasi. Also das ist ein Ort, den ich imaginär immer halt herbeirufen kann. Oder irgendwelche Gegenstände, irgendwelche Personen oder Situationen, die mir gut tun. Aber du musst dich in dem Moment auch daran erinnern können und auch die Fähigkeit haben, eben das irgendwie herzuleiten. Und das ist manchmal nicht wirklich leicht. Und das ist eben das, was es eben so, ja, so dermaßen teuflisch macht. Und du hast auch Situationen, wo andere abgrundtief traurig sind und du bist am Lachen. Und du kannst nicht zuordnen, warum das so ist. Ja. Und was ich total gut gelernt habe, ist, dass das, was ich habe, kein Einzelfall ist. Ich habe auch immer mich sehr danach gesehen, dass mir das Bein fehlt, der Arm fehlt oder irgendwas sichtlich ist. Wenn man schon oft, oder ich jedenfalls oft in die Situation kam, mich zu erklären oder erklären zu wollen, da bin ich mittlerweile ganz gut bei, dass ich das nicht muss. So, und du kannst ja auch, wenn das jetzt sehr, sehr hoch klingt, Intellekt einfach nicht verschenken. Und für mich hat das viel mit Intellekt zu tun, wenn ich dem anderen gegenüber einfach mit Respekt entgegentrete und nicht einfach nur vom Äußerlichen oder irgendwie halt stigmativ bin und da einen Stempel halt draufballer. Ja, genau. Und das konnte ich mittlerweile oder kann ich mittlerweile ganz gut im Rückgrat ganz gut vertragen. Ja, ja, die Sporttherapie ist absolut essentiell für mich. Ich kann es gar nicht anders sagen. Alleine der Punkt, dass du wieder anfängst, dir zu vertrauen oder dass du Dinge leisten kannst. Also diese Sporttherapie ist nicht dafür da, aus dir einen Leistungssportler zu machen, sondern die holt dich an dem Punkt ab, da wo du eben gerade bist und jeden individuell. Und da geht es eher darum, dir zu zeigen, was du mit deinem Körper noch imstande bist zu leisten und nicht, was du eben halt nicht kannst. Ja? Und darüber wird unwahrscheinlich viel Positives frei, also jedenfalls halt bei mir. Und du fängst auch wieder an, dich gut zu bewegen und auch sinnvoll zu bewegen oder überhaupt dich zu bewegen. Auch halt bewusst zu sagen, okay, heute gehe ich eben raus, heute gehe ich mal spazieren, heute fahre ich ein bisschen Fahrrad. Ja? Und was richtig, richtig gut ist dort in der Sporttherapie, du hast keinen Raum und keine Ebene, wo du dich erklären musst, wo du irgendwo jemanden Rechenschaft dafür ablegen musst, weil du gerade nicht mehr kannst oder nicht möchtest. Ja? Und es finden sich immer Gruppen und Leute halt zusammen, die Ähnliches haben. Ja? Und das macht es einfach so dermaßen wunderbar. Und das ist eins der, aus meiner Sicht, der besten und größten Werkzeuge, die der Bund hat, was es in irgendeiner Form gibt, um Einsatzgeschädigten, Verunfallten, was auch immer, irgendwie wieder auf die Bahn zu helfen. Ja? Richtig cool wäre eigentlich, wenn das irgendwie in irgendeiner Form auf Dauer möglich ist. Ja, natürlich kannst du nicht jeden Tag dorthin gehen, ja, weil die Zeit nach den Lehrgängen oder nach den Trainingslagern, da fängt eigentlich die Kür erst an. In der Gemeinschaft ist das relativ schnell und auch einfach, dass du irgendwie halt in Bewegung bleibst. Wenn du dann halt zu Hause bist, musst du eben gucken, dass du genau dort eben weitermachst und dich nicht wieder fallen lässt, sondern das eben nutzt. Ja, genau. Und ja, zum Sportlichen allgemein dort, dir wird einfach ein riesen Portfolio angeboten und du kannst dir das nehmen, was für dich eben gut ist. Dir wird aber auch, ja, du wirst auch gerne angeleitet, Neues auszuprobieren, dich mal ranzutesten und. Ja, so ein kleines Beispiel, ich habe jetzt im letzten Trainingslager getaucht, also ich bin zu Kindheitstagen Leistungsschwimmer halt gewesen, habe aber mittlerweile riesen Probleme mit Wasser. Das ist auch erst in der Therapie dann halt rausgekommen. Ja, und dann hat man mir erzählt, dass man dort auch tauchen kann. Ich sage, okay, dann probieren wir das eben. Ich möchte das gerne ausprobieren. Und also alleine dieses Fingerspitzengefühl zu haben und bin da nicht pflegeleicht in solchen Situationen, das hat super funktioniert. Ich war tauchen, mit Maske abnehmen, mit Atemgerät rausnehmen, einsetzen, alles tief, weit unten. Also Bombe. Und das sind so Sachen, die mir einfach zeigen und sagen, das ist der richtige Weg. Und auch das, was in der Sporttherapie dort eben läuft, aufgrund der Menschen, die das eben halt machen, damit lebt das Ganze auch. Und wie sie das machen, Nonplusultra, absolut. Also die Invictus Games sind für mich so das I-Pünktchen. Weil alleine, wenn ich zurückdenke, wie dieser ganze Weg angefangen hat mit dieser Sporttherapie und der Weg jetzt dorthin zu den Games, ich habe schon so viele positive Erlebnisse gehabt, Menschen kennengelernt, die hätte ich vorher nie kennengelernt. Ich habe so ganz banale Sachen. In der Physiotherapie hat man mit zwei, drei Anwendungen Dinge bei mir verändern können, die seit anderthalb Jahren andere halt versuchen,
Bombe, also viel, viel Lebensqualität zurückbekommen. Das Vertrauen ist gewachsen und du bist quasi mit Gleichgesinnten, in Anführungsstrichen, halt auf den gemeinsamen Weg. Und das, ja, so ein Kameradschaftsding, ich mag das unwahrscheinlich gerne. Ja. Und die Spiele als solches, wie gesagt, das ist für mich absolutes I-Pünktchen. Also finde ich mega, dass es eine Plattform gibt, wo wir uns, ohne uns zu erklären, halt gemeinschaftlich treffen können mit egal welcher Herkunft, egal was du hast und egal was dir halt fehlt oder halt auch nicht fehlt. Aber das größte Potenzial, was ich in diesen Spielen sehe, ist, glaube ich, das ist eine Plattform, wo man eben der Familie auch Danke sagen kann. Ich hoffe, dass wir die Chance eben halt auch haben. Also ich spreche da mal nur für mich persönlich. Der eigentliche Einsatz findet nicht irgendwo auf der Welt statt. Der eigentliche Einsatz findet ja zu Hause statt. Ja, weil es ist ja nicht bei allen so, dass Omas und Opas direkt daneben wohnen und die Familie direkt unterstützen kann, sondern die Frau oder der Mann zu Hause ist plötzlich alleine und muss das alles, was du vorher zu zweit, zu dritt, zu viert gemacht hast, eben alleine wuppen. So, und das ist der Einsatz. Wenn wir unterwegs sind, du bist nicht alleine. Du hast immer irgendwen, mit wem du dich irgendwie unterhalten kannst oder halt bei Laune halten kannst. Und das kann die Familie oder derjenige, der zu Hause bleibt, eher wenig. Und deswegen finde ich, sollte man diesen Ort nutzen, um den größten Respekt eben auszusprechen dort. Ja. Oder das wenigstens mal öffentlich zu machen. Also ich starte auf jeden Fall bei dem Kugelstoßen und beim Diskuswerfen. Das sind nämlich die beiden Disziplinen. Also die Leichtathletik leitet ja quasi diese Spiele ein. Und ich habe mir überlegt, ich glaube, es wird relativ viel Input sein, was auf einen da einprasselt. Und das sind ja auch so Sportarten, wo man auch mal so einen Brüller lassen kann, der einfach mit dazugehört. Und ich glaube, da kann ich das einfach mal rauslassen und mich selber so ein bisschen einstimmen auf diese Spiele. Deswegen das. Ja. Dann Tischtennis-Mixeteam mit einer Teamkameradin. Ich kann kein Tischtennis, aber ich glaube, ich finde das cool. Allein aus dem Grund heraus, vielleicht ist das auch ein Moment, wo man sich ein bisschen Zeit nehmen kann, drumherum ein bisschen was wahrzunehmen. Weil ich glaube, das wird viel sein, was an Input drumherum ist und du wirst diese Bilder alle nicht festhalten können. Genau. Dann werde ich schwimmen aus den besagten Gründen. Also alleine, weil ich die Berührungspunkte jetzt mit dem Wasser habe, möchte ich mich dem einfach stellen. Das werden dann halt die 50 Meter Brust. Und wenn in der Staffel irgendwer gebraucht wird, dann schwimme ich da auch nochmal mit. Genau. Und zum Ausklang werde ich Bogenschießen machen. Das ist quasi der vorletzte und halt letzte Tag. Wenn die Zufälle es wollen, vielleicht noch am letzten Tag in den Ausscheidungsrunden, aber ansonsten ist das ein richtig cooles Cooldown für mich. Und somit sind die Spiele für mich dann quasi, oder würden dann halt einen runden Abschluss finden. Also ich glaube nicht, dass meine Erkrankung heilbar ist, allein aus dem Grund heraus, weil es zu meinem Leben jetzt mit dazugehört und ich Werkzeuge an die Hand bekomme, um lerne damit umzugehen und das in den Alltag eben halt zu integrieren. Toll wäre, wenn ich dienstlich voll integriert wäre wieder. Also, dass ich auch einen normalen Fulltime-Job machen kann. Das wäre das berufliche Ziel. Familiär hoffe ich, dass wir die Wogen so geglättet kriegen, dass wir von einem andersweise normalen Leben wieder reden können. Also, dass ich nicht viel um mich drehen muss, sondern dass sich das Leben um die Familie dreht. Das wäre toll. Genau. Und den Kameraden wünsche ich das Gleiche.